Und herzlich willkommen im nächsten weiteren Folge von Matt Ernannt. Die Folgen waren super aufgenommen, also da war überhaupt nichts an Fehler, das finde ich super. Du musst mal gucken, weil wenn da wieder Roboter ist, dann ist am Arsch, Digga, muss ich was einfallen lassen. Wir waren in der Stadt und haben Du die brauchst wohl Faxmaschine Geld, gemacht. was? Ich hab noch genug für dich zu tun. Hier bist du. Wir machen die Faxaufgaben einfach weiter. Noch drei Aufgaben oder zwei und dann reicht das für das Geld. Dreimal 6,78. Natürlich, der. Dreimal 6, Alter Mann, warum tippt das dumme Handy das nicht ein, was ich will? 78, so, dann sind wir hier bei 20, 34. Dann sind wir hier. Dreimal 2,38, 7,14, dann 5 mal 0, dann sind wir hier bei 2,40, dann sind wir hier bei 29 Euro. Also gut so hier. Noch ein, zwei Aufgaben und dann war's das. Dann sind wir bei 4 mal 59, dann sind wir hier bei 10, 36, 3 mal 2,37 plus 7,11, 4 mal 0,65. Plus 2,60. Also, dann sind wir hier mit 20. 20, ein guter 20. Aber muss man ein bisschen mehr machen, sonst. Na? Quasi, damit ich vorne als so. 5 mal 4,54. 22,7. Plus 3 mal 7, 29, 69 plus 3 mal 3,33, das war 9,99, glaube ich, ne? 9,99 plus 9,99, so, das ist stimmt, ja. Dann sind wir hier bei den Aufgaben. So, das war's schon. Mehr braucht man gar nicht. Interessiert mich gar nicht. Du hast 33 Euro verdient. Das passt. Jetzt habe ich 50 Euro Bis zum etwa nächsten verdient. Mal. Wenn die nicht mehr als 100 Euro wäre für den Ritt, in die Dings, dann passt Wenn das. du zur Tempelruine willst, kostet dich das 17,20 Euro. Ah, sorry, das ist meine Hinweise. Mit diesem Automat kannst du Geld weg. Dann drück doch rein. Ja, das ist doch so ein Krampf. Dankeschön, jetzt kann's losgehen. Schau dir nur mal den Tempel an. Alles total runtergekommen und überall Löcher. Tja, leider gibt es in Matteland kein Geld, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Du weißt ja, der Schatz wurde gestohlen. Wenn du es aber schaffst, hier alles zu reparieren, dann hilft dir bestimmt das Orakel in deiner Schatzsuche weiter. Hier kannst du die Löcher. Setze Das die ist so ein fehlenden Steine Scheiß. ein. Klicke dazu ein Loch an und gebe die richtigen Zahlen ein. 7226 minus Dazu ein Tipp. 4949. Wenn unter einem Loch zwei Steine liegen, zähle die Zahlen darauf zusammen und der Stein darüber wird eingesetzt. Ja, wenn ich deine Hackfresse rauslösche aus dem Spiel, dann komme ich sogar noch besser voran. Ja.
3883 plus 4949. 8832. Plus 3883 sind 5874. Plus 8832 sind 14 Riesen. Ups. 706. 8832 plus 7226 sind 16058. Plus 8 plus 14706 sind 3077. Sieht alles aus. Das ist sowas von bescheuert gemacht. Also sowas von behindert dumm gemacht. Also Real Talk. Also was ein Krampf hier. 0-7-7-2-8-1-7-6-8-10. Machen wir 0. Bin ich hier nicht besser voran. 1-7-8-2 ist gleich plus 2-2-4-1-0. 2-2-4-1-0 plus 4-7-2-8-2-7-1-3. Schau mal. Plus 4-0-0-9-2-6-7-2. Die machen wir 1, dann gleich 360. Dann ist es gerade 5-5-8-8 minus 359. Dann machen wir 1. Dann haben wir nämlich 5-3-0-1-0-4. Ups, ja, ich sehe schon, ja, ich sehe, verpiss dich, ja. 5-3-3-0. Du kannst dir auch die Aufgabe auf meinem Rechenzettel schreiben und dort ausrechnen. Ich will auf dem Rechenzettel nicht, Alter, ich weiß es jetzt. 5-2-3-0. Digga, lass mich doch! Verpiss dich, Alter. Ich zeige dir das Ergebnis. Ich brauch dein... Ja, schießt dir den Arsch. 5-5-8-8 plus 360. 5-9-8-4. Genau aus diesem Grund hat niemand vierte und dritte Klasse gefeiert, weil das so ein scheiß Krampf ist. Die erste Klasse und zweite Klasse waren die meistverkauftesten Verkäufe und die erste und dritte und vierte Klasse hat niemand gekauft. Genau deswegen, Digga, weil das so ein scheiß Krampf war. 16-7-6-6. Nein, 911, hä? Da hat sich jemand gedacht, wo man die Polizei gemacht haben. Oh, 2010? Boah, das ist schon ein paar Jahre vergangen, ne? Ach, das ist 7. 991 plus 700. 1-1. Wie Minuten haben wir denn? 744 minus 4567 2877. Dann haben wir das so 3581 4576. Das sind 8148. Dann sind wir hier 3296 plus 3581 5977 plus 8
1, 4, 8, 1, 4, 1, 2, 5. Dann 8, 1, 4, 8 plus 7, 5, 6. 1, 2, 5, 9, 2. Plus 1 hier. 1, 2. 2, 9, 1, 7. 1, 7, 1, 7. Mal 2 minus 4 mal 5 133 667 plus 4 5 9 5 2 5 1 mal, das stimmt so. 667 kann gar nicht stimmen. 4 5 9 unmöglich. 1 2 6 müssen mehr als 900 sein. Plus genau ein Tausender. 2, 1, 2, 6. 5, 1, 2, 6 plus 2, 1, 7, 1, 8. Plus 2, 1, 2, 6. Dann haben wir hier bei 3, 8, 5, 4. Dann machen wir hier gleich. Dann haben wir es gleich. Also dann sprechen wir quasi einen Rechenschritt. Diese Zahl ist zu klein. Gib ja, eine größere Zahl ein. Du bist aber ein ganz cleverer Junge. 3, 4, 3, 1, minus 3, 4, 2, 0. 3, 0, 1, 1. 3, 0, 1. Plus 6, 4, 3, 1, sind wir hier bei 5, 4, 10. 6, 4, 3, 1, plus 3, 4, 2, 0, 9, 7, 8, 5, 1. Wahrscheinlich wäre vertippt 6, 4, plus 3, 4, 2, 0, 9, 8, 5, 1, ist gleich plus 8, 3. Und 4, 7, 8. 2, 4, 4, 5, 6, 9, 2. Plus 8, 3, 8 sind 2, 5, 6, 1. Das 8, 3, 8 plus 4, 5. 1, 6, 8. Plus 2, 5, 6, 1 und 4, 2, 4, 4. Wir kommen dann noch wieder. Das Ding hat keinen Mehrwert, Digga. Hätten wir auch kleine Aufgaben nehmen können. Das ist sowas von bescheuert gemacht, Digga. Ja. 3, 7, 4 plus 9, 3, 3. Ja. Ich meine, das Einzige, was sie machen, ist einfach nur nerven. Also in diesem Part nerven die sowas von heftig. Na? Zwei, drei. Acht. Vier, zwei, fünf, vier. Gar nichts. Einfach nur Abfuck. Und dann kann der noch ab mit so einem Gepfeife, Digga. Das ist noch sowas so ein Scheiß, Digga. Ach, dieses Gepfeife kann ich nochmal selber aufnehmen, Digga. Und nochmal selber richtig machen. Wo es mich abfuckt. Dieser andere Typ, ne?
der aufgenommen hat. In Matheland 2, das war der Beste. Das war der Beste, Digga. Matheland 2, ich feiere. Matheland 1 und 2 feiere ich so heftig. So. Fünf, zwei, vier, eins. Vier, acht, fünf. Vier, acht, fünf. Diese Geräusche an diesen Typen nerven mich so heftig. 388, 2, 5, 9, 6. Ich hab das Ding minus genommen, oder was? 2, 9, 8 hier, plus 388. Ja. 2, 8 plus 2, 9, 4, 3, 0. Ja. Plus 3, 3, 7, 2. 6, 3, 8, 4. 3, 3, 7, 2. Plus 5, 2, 4, 1. 3, 6, 1, 3. Plus 6, 3, 8, 4. Ah, kennt ihr noch Hartzei und Meerenfrau? Kennt ihr das noch? Diese alte Serie. Hat's bei meiner Oma war. Kam das, Digga, dann kam das in den Fernsehen. Ich schwör's euch, einen Tag vorher mit jemandem darüber gelabert. Am nächsten Tag kam es gleich im Fernsehen, so bescheuert, Digga. Nicht mal auf dem Schirm gehabt oder so. Voll cringe, oder? Eins, vier, sechs, acht, plus drei, zwei, neun. Ja, diese Zahlen nerven sowas, Sonny, verursachen Kopfweh. Aber nur das Tippen davon und ich rechne noch nicht einmal. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Nervensäge im Ziehen. Wir hatten mal so einen Lehrer, das war so ein Hurensohn-Lehrer. Und zwar, das war so ein Wichser, Alter, der hat einfach nur Sachen ausgedruckt und hat gesagt, ja, dann kennt ihr am besten in der Nähe. Der hat nie was beigebracht, dieser Typ. Die ganze Klasse hat bei ihm reihenweise entweder Sechser oder Fünfer geschrieben, weißt du, davor war die Klasse mit einem anderen Lehrer. Und bei der haben ja so viel gelernt, das ist unglaublich. Und bei diesem Trottel, Digga, konntest du gar nicht. Dann hast du reinweise und sich drauf. Wenn ich den Typen heute auf der Straße sehe, Digga, schlage ich den sowas von zusammen, Alter. Ich hätte mir nicht was beigebracht, dann könnte ich das nämlich jetzt im Kopf. Aber nein, er hat es mir natürlich nicht beigebracht, deswegen muss ich jetzt alles in Matheland eintippen. Daran merkt man, es gibt keine dummen Schüler, es gibt nur schlechte Lehrer. 2, 1, 9, 7. Kann ich den Mist minus nehmen, Digga? Ich fange mal am besten direkt von oben an, dann habe ich es gleich leichter. ADGDL. Hühner wissen gerne. Wie soll ich denn? Achso, scheiße. Kampf des Todes, 1, 8, 9, 5, 3, 0, 9, 5, minus 1, 8, 9, 5. Schaut dann langsam. Der Part ist schon zu Ende und, die Dinger sind noch nicht berechnet, Digga. Was ist das? Schon langsam keinen Bock mehr auf die Aufgaben. Und ich tippe das mit dem Taschenrechner, weil ich überhaupt keine Lust habe, ihn das aufzuschreiben und dann per Hand zu schreiben, wie es eigentlich gedacht ist.
Also. Ich habe noch nie einen Zacken Kopfweh bekommen, aber jetzt bekomme ich Kopfweh, Digga. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute nicht zu viel getrunken habe. Dass ich meinen Magen umdrehe. Ich über die Grenze fahre. Spielt keine Rolle, ob ich fliege, ob ich fahre, ob ich mit Schiff fahre, ob ich Auto fahre. Spielt keine Rolle, Digga. Mein Magen dreht sich immer komplett um. Deswegen habe ich 24 Stunden vorher nichts mehr gefressen und getrunken. Musste trotzdem aufs Klo gehen, auf der Raststätte. In Tschechien war das. In Tschechien war das, Digga, bin ich aufs Klo gegangen. Und wisst ihr was, Digga, für die Scheißtoilette wollten die 80 Cent. Habe ich 50 reingeschmissen, was kriege ich? Tschechische Scheiße zurück. Jetzt habe ich tschechisches Geld, mit was ich null anfangen kann. Ich weiß, das ist 50 Cent, Cent, aber ich kann halt nichts anfangen. Naja, dann hatte mir dieser Bus, aber ich nur einen Schein hatte, weißt du, und ich will keinen Schein in Tschechei tauschen gegen auf der Raststätte gegen diese Leute an der Tankstelle. Meistens nämlich zwicken die dich ab und dann linken die dich, und vor allem, weil ich mich mit dem Geld gar nicht auskenne. Ja. So eine Sache, wisst ihr, so, und dann, naja, hat mir der Busfahrer das gegeben, weißt du. Halt's mal, Digga. Achso, da liegt das Problem. Tipp. Na, jedenfalls habe ich jetzt 50 Cent tschechische Kreuzen, wie sie sich heißen. Wisst ihr, worauf ich jetzt Bock hätte? Nicht nur Gummibärenbande zu schauen, sondern Gummibären zu fressen. Ui, 1, 2, 6. Achso, dann machen wir das gleich so. Hey, wir nehmen nochmal einen Part. Na komm, zack, ja. Oh, 22 Minuten schon. Würde ich sagen, machen wir den Balken zu Ende jetzt noch. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Part. 8, 7, 14. Als 1, 2, 8, 0, 30, 0, 33. Gut, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Part schon im Mathe-Land und im Viertel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne ein Abo da. Und ja. Wir sehen uns in den nächsten 10 Sekündchen. Haut rein, bis dann.